An bestimmten Stellen ist man unterschiedlicher Meinung. Und wenn man in der Arbeit ist und es um Genauigkeit geht und dann unterschiedliche Meinungen quasi ausdiskutiert werden müssen, das hat das irgendwie. Ich sagte, man könnte das denken und wahrnehmen, damit man ein lebendiges, sehr genaues Spiel macht, weil man nicht immer irgendwie was ausdenken muss. Ich mag aber, das ist ja jedem gelegen hier. Es ist die Frage, wie man da hinkommt. Ja, aber Jörg, ich kann nur wiederholen. Ich kann nur wiederholen. Wenn du müde bist, keinen Bock hast, wenn ich hier sage. Ich sag nochmal, es hängt nicht damit zusammen, dass ich müde bin, sondern dass du den ganzen Tag die Fantasie anderer Menschen suspendierst, indem du da immer reinhaust. Und manche haben anderes Tempo. Ich sage meine. Dass er müde ist und das andere, dass er was, weiß nicht, den anderen wegnimmt. Das ist wahrscheinlich gar nicht so gemeint, und zwar nicht von beiden Seiten. Ich habe keine Lust, da zu stehen, wenn ich finde, es ist so wackelig. Wir verlieren immer die Spur. Man untersucht zum Beispiel, dass es eine Schärfe kriegt, ja, und nachher kommen wieder Hände runter und so. Und das tut mir leid. Entschuldigung, ich finde nicht, dass wir jetzt immer die Spur verlieren. Bei der einen Szene bin ich der Meinung, es wäre besser, macht auf Anschluss. Nairi ist der Meinung, es wäre besser mit Zäsuren, dann könnte man das innerhalb von 10 Minuten einmal so machen, einmal so. Wenn Regie da wäre, würde man sagen, mach mal so, nenn ich es nicht gucken, wir machen es anders. Ja, aber wir brauchen länger, weil wir immer wieder kämpfen um Recht oder so. Weißt du, was ich meine? Wir kennen uns alle noch nicht so. Wenn ich 4 Produktionen mit jedem von euch gemacht hätte, dann würde ich sagen, Carina, mach das mal so oder so. Es ist was anderes. Man testet auch andere Dinge aus. Wir verhandeln hier gerade das Kompanieprinzip. Ich kann total verstehen. Ich halte das auch nicht aus. Oh. Wenn ich was sehe, wo ich denke so, ach, das geht doch, ist doch ganz einfach. Aber muss man. Man muss das aushalten.